Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird präsentiert von den Palas Kliniken. Exzellente Medizin und menschliche Behandlung. Checkup, das Gesundheitsmagazin. Grüezi miteinander. Kurzsichtigkeit ist etwas Lästiges. Man kann zwar gut eine Zeitung oder ein Kärtchen lesen, etwas, das etwas weiter weg ist, wirkt aber schnell unscharf und verschwummen. So auch bei der ehemaligen Miss Bern, der Noemi Leibin. Seit ihrer Kindheit leidet sie an Kurzsichtigkeit, trägt Kontaktlinsen oder eine Brille. Doch das ist jetzt vorbei. Noemi Leibin wagt sich nach 26 Jahren unter den Laser. Und wir sind mit dabei. Noemi Leibin! Sie ist vermutlich eine der schönsten Frauen in der ganzen Schweiz, Noemi Leibin. 2010 hat sie den Titel zur Miss Bern geholt. Seitdem modelt die heute 26-Jährige für verschiedenste Aufträge und steht viel im Rampenlicht. Was viele Zuschauer aber nicht wissen, Noemi Leibin ist kurzsichtig. Rechts sieht sie gerade mal 2,5, links misst sie 2,25. Also, auf diese Distanz die sehe ich schon verschwommen. Das heisst, ich sehe vielleicht auf einen Meter sehe ich relativ scharf. Und auch so nachher kommt, ist eigentlich verschwommen. Ja. Gerade bei Fotoshootings, wo sie übrigens kaum den Fotograf deutlich sieht, ist das recht mühsam. Ja, dort ist halt, dort muss ich die Linse rein tun. Mit der Brille geht es nicht. Und eben, die Linsen verträge ich nicht so gut. Das heisst, am Morgen geht es aber noch relativ gut. Aber dann halt, je länger das der Tag ist, und nachher, ja, wird auf dem Auge etwas gemacht. Und ja, dort ist es schon noch recht mühsam. Vor allem, weil man halt dann immer muss daran denken muss, dass man noch ein Augentröpfchen rein tun muss, wo ich eben so trockene Augen immer habe. Und dann bist du vielleicht frisch geschminkt, und dann musst du wieder Augentröpfchen rein tun, dann verläuft wieder alles. Relativ mühsam. Darum hat sich Noemi Leibin nach 26 Jahren für einen Lasereingriff entschieden. Der Dr. Kinigopoulos untersucht die Augen der Patientin und klärt ab, ob eine Operation bei der ehemaligen Miss Bern machbar ist. Kurzsichtigkeit ist angeboren und wird meistens in der Pubertät entdeckt, dann, wenn der Körper sich am stärksten verändert. Eine Kurzsichtigkeit entsteht meistens dadurch, dass das Auge zu groß gewachsen ist. Dadurch bündelt sich das einfallende Licht vor der Netzhaut und nicht auf der Netzhaut. So entsteht ein unscharfes Bild. Korrigieren will Noemi Leibin ihre Kurzsichtigkeit mit der Femtolasik, einer Lasertechnik, die die Hornhaut abschleift. Das Ziel der Behandlung ist, dass die Hornhaut, also die vorderste Schicht vom Auge, dort wo das Licht auch gebrochen wird und gebündelt wird, dass die Hornhaut etwas abgeflacht wird, dass sie etwas an Brechkraft verliert, damit wir den Fokus des einfallenden Lichtes wieder auf die Netzhaut verschieben. Weil bei der Noemi, bei allen Kurzsichtigen, ist der Fokus des Lichtes vor der Netzhaut. Und durch eine leichte Abflachung, Verdünnung der Hornhaut im Zentrum, verschieben wir den Fokus dort, wo es sein muss. Während dem Eingriff schneidet der Femtolaser die oberste Schicht vom Auge auf. Wie eine Türe wird der sogenannte Flap dann umgeklappt. Jetzt ist die Hornhaut frei und der Laser kann Korrektur durchführen, also die Hornhaut abschleifen. Anschließend klappt der Arzt den Flap wieder zu. Weil mit dem Flap die Wunde gerade wieder verschlossen wird, ist auch das Infektionsrisiko nach so einem Eingriff sehr klein. Man hat am Ende der Behandlung wieder seine eigenen Zellen auf der Hornhaut und dadurch haben wir auch eine sehr schnelle Rehabilitation der Sehleistung und die geringste Infektions- oder Narbenbildungsgefahr, die es geben kann. Wir machen noch kurz die Vormessungen für den Laser. Der Tag X ist gekommen. Auf Noemi Leibin wartet eine letzte Voruntersuchung. Ein letztes Mal werden ihre Augen vor dem Lasereingriff ausgemessen. Das ist einerseits für den Eingriff selber wichtig, andererseits auch für spätere Operationen, wie beispielsweise der graue Star. Fehlen nämlich die Daten und die Geräte ermitteln Ausmessungen mit der bereits korrigierten Linse, kann das massive Nachteile haben. Nachteil meine ich, dass die Auswahl der Linse, die die eigene Linse ersetzt, also den grauen Star ersetzt, könnte dann eine Abweichung geben, dass man vielleicht trotzdem eine Brille braucht, also eine leichte Fehlsichtigkeit hat, anstatt vollständig die Fehlsichtigkeit zu korrigieren. So, bitteschön. Kannst dich auf der Seite hier setzen, auf dem Tisch. Die Operation selber geht dann maximal eine Stunde. Der Eingriff wird ambulant durchgeführt und Noemi Leibin wird vom Arzt über jeden Schritt aufgeklärt. Okay, der Kopf bleibt jetzt so. Wir aktivieren jetzt das Blickverfolgungssystem. Ja. Und jetzt werden wir den Flap liften, nicht bewegen. Jetzt wird es ein bisschen verschwommen sehen.
Ja. So bleiben, genau so. Jetzt fangen wir an mit der Behandlung, nicht mehr bewegen. 40 Mikrometer dreht der Femtolaser von der Hornhaut ab. Knapp 11 Sekunden dauert die Laserkorrektur, dann ist das erste Auge schon fertig. Der Flap wird wieder zugeklappt. 10 Minuten später ist auch das zweite Auge gemacht. Der ganze Spuk ist vorbei. Tipptopp hast du es gemacht. Nur ein bisschen benommen sitzt Noemi Leibin im Aufwachraum. Die Operation hat sie gut überstanden, die Eindrücke sind überwältigend. Das Komischste war eigentlich wirklich, zu wissen, dass der Flap lüpfen und nachher du siehst noch normal und dann nimmt er ihn weg und du siehst einfach alles verschwommen. Und dann kommt das Licht, dann fängt es ein bisschen an zu schmürzeln. Es ist grün und dann rot und dann schmürzelt es und dann ist es schon fertig und dann flappt zu und dann, ja. Gerade nach dem Eingriff untersucht Dr. Knigopoulos die Augen noch einmal. Er scheint zufrieden mit dem Eingriff und bittet die Patientin sogar schon zu einem ersten Sehtest. Kannst du die erste Reihe vorlesen, Gott? H, Z, O, V, C. Und gehen wir gleich zur letzten? Zur letzten. Z, K, C, N und ich glaube es S. Perfekt, das ist schon 100%ige Sehleistung. Gratuliere. Juhu! Noemi Leibin muss jetzt ihre Augen noch ein bisschen schonen. Das heisst, nicht reiben, nicht in helles Licht hineinschauen und flüssig Augentröpfchen nehmen. Und dann steht im nächsten Fotoshooting gerade gar nichts mehr im Weg. Mehr zu der Lasertechnologie und der Behandlung bei Kurzsichtigkeit finden Sie auf unserer Homepage. Danke, dass Sie dabei waren und weiterhin einen ganz schönen Fernsehabend. Adi miteinander. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist präsentiert worden von den Palace Kliniken. Exzellente Medizin und menschliche Behandlung.